Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mit dem Oktober-Update für Windows 11 22H2 hat Microsoft einige seiner Tools aktualisiert. Neu gibt es für das Snipping-Tool ein wirklich cooles Update. Nun kannst du nämlich Text aus Bildern extrahieren und diese zum Beispiel in Microsoft Word kopieren und dort weiterverwenden. So hast du die Möglichkeit, Text aus Screenshots, Fotos und so weiter einfach zu extrahieren, ohne dazu eine Drittanbieter-Software verwenden zu müssen. Das kostenlose Microsoft Snipping Tool findest du im Windows Startmenü. Am einfachsten schreibst du die ersten Buchstaben in das Suchfeld und startest Snipping Tool. Mit Neu kannst du dann einen Screenshot eines beliebigen Bildes erstellen. Wenn du den Screenshot erstellt hast, kannst du mit OCR-Erkennung, also der neuen Funktion, Text ganz einfach erkennen lassen. Nach kurzer Zeit ist der Text dann für dich markiert und wird hervorgehoben. Mit dem ganzen Text kopieren kannst du den Text in eine andere Anwendung kopieren und dort einfügen. Du kannst auch einzelne Textpassagen auswählen und diese dann in einer anderen Applikation einfügen, um sie dort zum Beispiel weiter zu verwenden. Hier sehen wir ein weiteres Beispiel, wo bereits der Text hervorgehoben wurde. Hier habe ich noch ein Beispiel aus einer Zeitschrift. Das Foto wurde mit dem Smartphone erstellt. Auch hier kannst du ganz einfach den Text aus der Zeitschrift extrahieren lassen. Das Snipping Tool hebt den gefundenen Text hervor. Du kannst ihn wieder kopieren und zum Beispiel in Word einfügen, um ihn dort weiter zu bearbeiten. Auch hier funktioniert selbstverständlich die Auswahl von nur einzelnen Textpassagen. Den ausgewählten Text kannst du auch wieder kopieren und zum Beispiel in Word einfügen. Die Texterkennung ist wirklich ein sehr nützliches Feature. Bei vielen anderen Drittherstellertools ist diese Funktion kostenpflichtig. Mit dem Update für das Snipping Tool kannst du die OCR-Erkennung ab sofort kostenlos nutzen. Ich finde, dass das wirklich eine sehr nützliche, coole Funktion ist, die Microsoft hier im Snipping Tool hinzugefügt hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Abonniere doch meinen Kanal und lass mir ein Like da. Dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Und wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann aktiviere die Glocke. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.